So. Aua. So, ich nehme erstmal die versteckte. Alter, ich kann mich hier nicht bewegen drin. Sie sich am Leben halten. Tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit ein paar Kreativen zurichten kann. Oder verstecken Klinge. Alter, haben die gute Rüstungen. Da müssen wir wohl... Aua. Ich glaube, ich nehme mal ganz kurz... So, und jetzt machen wir die mal so platt. Jetzt, Brüder! Fallt ihm in den Rücken! Ja, haha! Da braucht man wohl erstmal eine neue Waffe. Autsch. Autsch. Roping. Ich habe ihm den Fuß aufgehauen. Peng! Und wieder in den Fuß rein. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 5 beendet. Werden die Sachen jetzt neu geladen? Juhu! Flinke Wachen sind schneller als andere Wachen und in der Lage, Erzieher zu fangen. Ah ja. Ich gebe ihnen aber hoffentlich meistens keine Gelegenheit. Ja. Ja. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oh, wir sind wieder in der Republik Florenz. 1480. Es sind ein paar Jahre vergangen, seitdem unsere Eltern gestorben sind. Wir sind zu einem mächtigen Assassinen geworden, haben die gesamte Stadt Monteregioni wieder aufgebaut, haben ein besseres Inventar und kommen doch wieder an diesen Ort zurück. Ja, jetzt muss ich eigentlich wahrscheinlich mit Lorenzo de' Medici reden. Ich möchte mir nur mal eben angucken, was uns der Vergangenheitslinden hier überlassen hat. Am besten erstmal diese beiden Aussichtspunkte. Die letzten in der Reihe. Und ja, danach geht es mit der Geschichte weiter. Da wir jetzt sowieso noch kein Ziel mehr vor Augen haben. Außer diese beiden Typen, die wir noch gesehen haben. Den Venezianer und den in der Kutte. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. 32.000 Florinen in der Truhe. Das ist schön. Das heißt, davon können wir uns ein neues, schönes, tolles Inventar kaufen. Sollte es denn was Neues geben. Karte aktualisiert. Da ist noch eine Codex-Seite, die wir holen müssen. Das tun wir auch noch. So, hier werden wir ja noch nicht gesucht. Das ist schön. Ach komm. Ja, jetzt wollte ich gerade da geradeaus hoch und jetzt springt er zur Seite. Erst wollte ich zur Seite und dann geht er da geradeaus hoch. Sag mal, du kannst dich irgendwie auch nicht entscheiden, oder wie? Ich verfolge dich doch noch gar nicht. So, den Kerl werden wir los. Ja, auf zum nächsten Aussichtspunkt, so wie immer. Und ja, das habe ich auch bei Assassin's Creed 1 so gemacht. Ich habe eigentlich vorher alle optionalen gemacht, bevor ich zum großen Attentat ging. Oder generell irgendwas anderes gemacht habe. Und ich habe eigentlich nicht vor, das hier irgendwo anders zu machen. Und zack, 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 zack. Und Ezio ist mal wieder oben. So, komm, jetzt rupf dir noch ein paar andere Federn raus und hast du gleich 100 zusammen. Muss ich nicht erst suchen gehen. Hier war auch meine Erinnerung.
So viel zu den letzten noch verbleibenden Aussichtspunkten. Codex-Seite. Warum habe ich die eigentlich nie mitgenommen? Ach ja, Jacopo hatte auch nicht mal eine Codex-Seite dabei. Wahrscheinlich ist das jetzt so der Ausgleich. Hey, wir haben mehr als ein Drittel aller Aussichtspunkte. Wir haben sogar mehr als ein Viertel aller Aussichtspunkte. Aber noch nicht die Hälfte. Hm, was war das denn gerade eben für eine Logik? Wir haben sogar mehr... Ja, egal. Ich glaube, ich muss es nicht weiter erläutern. Jeder ist sich der Dummheit bewusst. Hm. 36 Meter, würde ich mal sagen. Hui! Kohle, Kohle, wir haben Geld. Ja, super, hier kann ich nicht hochklettern. Kann ich vielleicht da hochklettern? So, einmal so hier so eine Seite lang. Oh, ich hätte mich fast fallen gelassen, weil ich dachte, dass das nicht packt. Hey, das war sogar doppeldeutig. Boah, wow! Ja gut, da kommen gerade Wachen in der Ecke, aber das macht nichts. Der Mörder, er ist es! Lass die nicht fliehen! Ach komm, ich mach dich eben platt und dann hab ich meine Ruhe. So. Tada! Das hat's jetzt voll gebracht und jetzt gehen wir einmal über die Straße. Und am besten hier noch raus, bevor der Trupp kommt. So, einmal hier um die Straße, hier rüber und zack, jetzt werden wir nicht mehr gesucht. Weißt du, was wir mit einem Capone wie dir machen? Wir holen Bruno. Jetzt weg hier, Rindvieh. Bruno den Sumo? Nein, ich gebe den Eltern die Schuld. Ich gebe dir die Schuld. So, man kann nie sagen, ich hätte jemanden gemordet. Ich habe mich nämlich bisher nur gewehrt. Nächster. Jetzt wird abgerechnet. So, jetzt habe ich nämlich genau auch 25% Bekanntheitsgrad und kann das Ding direkt wieder abreißen. Wo war denn der Kerl? Dem hätte ich gerne einige Zwitscher, das aufhören soll, Steckbriefe von uns aufzuhängen. So, jetzt hier sind nur noch die beiden Taubenschläge da zu sehen. Aber naja, ich weiß, es hieß ja, dass es eine begrenzte Anzahl an Attentaten gibt, aber... Naja. Ja, super, genau in die falsche Richtung. Und es klettert er genau da hoch, wo ich runtergegangen bin. Ja, komm. Tja, ist albern gut oder ist albern schlecht? Genau, geh nach Hause. Und hopp. Kann ich den Kerl nicht einfach mal mit Wurfmesser in eine reinbraten? So. Ich bin nur ein Bote. Ja, ein Kurier Borgias, aber ich verschone dich trotzdem nicht. Ich verschone dich nur so lange, wie ich Bekanntheitsgrad dazu kriegen würde. Und wenn du durch einen, leider durch einen blöden Sturz umkommst, kann ich da nichts für. Würde ich mal sagen. Schade. Falls jemand Schade noch kennt. Ja, ich bin auf dem Weg. In Florenz habe ich irgendwie total wenig Frames. Darf ich auch mal eben wieder ansprechen. Ich habe das Thema leidlich erstmal liegen gelassen. Vielleicht hat das auch irgendjemand dann mal verdrängt, hoffentlich. Dass ich ja manchmal immer noch Frame-Einbrüche habe. Auch wenn ich die sämtliche Systemanforderung bei weitem übertreffe. Aber egal, wir reden mit Lorenzo de' Medici. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Aha, und was? Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt,
werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz.